So, hallo und herzlich willkommen heute wieder in Interviewform mit Lars. Also wir werden wieder eine neue Frage beantworten. Vielleicht haben wir dann auch gleichzeitig wieder mehrere Antworten für andere Fragen, die sich schon aufgestapelt haben. Wir fangen jetzt einfach mal an. Genau. Um was geht's denn heute? Und zwar, wir hatten eigentlich hier drauf eine Frage stehen, die wir beide denken, die würde draufstehen. Wir finden sie aber nicht. Aber es war eine Frage in dem Sinne, was du von Placebos hältst. Sie hat es, glaube ich, genannt P-Tabletten, ob es sowas noch gibt und ob du sowas einsetzt und was Placebo überhaupt ist. Ja, Placebo ist eigentlich die Kraft der Gedanken und des Wissens, dass der andere was nimmt, was ihm helfen könnte, aber wo überhaupt keine Wirkstoffe drin sind. Es weiß aber nur derjenige, der das gibt, nicht derjenige, der das nimmt. Das ist ganz wichtig. Also, Lars beispielsweise hat jetzt irgendwie Schnupfen. ein Schnupfen, 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 genau. Ja. Jetzt gebe ich ihm ein Placebo. Eine Placebo-Tablette besteht meistens nur aus Zucker, was ja nicht unbedingt gut ist, aber es ist kein Wirkstoff drin. Und weil Lars mir irgendwie vertraut und er denkt, ich gebe ihm was, was ihm hilft, passiert es tatsächlich, dass der Schnupfen vielleicht nicht 9 Tage dauert, sondern vielleicht nur 8 Tage aufgrund des Placebos. Placebo heißt eigentlich, dass man dadurch, dass man glaubt, was Gutes zu tun für sich, dass dann wirklich Kräfte aufkommen, die den Heilungsprozess unterstützen. Ich selbst verordne das nicht. Ich verordne das deswegen nicht, weil ich kann dir keine Zuckertablette geben und kann dann sagen, damit wirst du schneller gesund. Ich finde es nicht so wirklich ganz toll. Ja. Es mag für den einen oder anderen, der wirklich nur schulmedizinisch arbeitet und der denkt, na, die eine oder andere Tablette könnte ich dadurch ersetzen, durchaus auch eine Alternative sein, für mich nicht. Also ich arbeite lieber damit, dass ich weiß, was ich sage, dass das auch wirklich wirkt. Und das ist bei mir einfach die Ernährung. Genau, wollte ich gerade sagen, du machst ja Ernährungsmedizin ja im Endeffekt auch. Genau. Und da ist es besser, du sagst, essen Sie mehr Grün und ein bisschen mehr Genau. Obst und ein Aber bisschen weißt du, mehr, dass es ja. da auch böse Stimmen gibt, die sagen, nur weil sie es sagen und der Patient es glaubt, dass es wirkt, deswegen wirkt es? Ich glaube sogar, dass da ein bisschen was dran ist, weil bei jedem, was ich auch mit meinen Kindern mache oder so, wenn es denen mal schlecht geht, ich nehme die in den Arm, ich streiche die, ich singe denen ein Lied, dann geht es denen auch gleich besser. Ich habe denen auch nichts gegeben. Ja. Also ich glaube, das trägt einen Teil dazu bei. Ich glaube nicht, dass es mehr als 20, 30% sind, aber ich glaube schon, dass man so eine gewisse Einstellung, Schwingung schon rüber gibt. Das ist so meine persönliche Meinung, ja. Aber dieses Thema Placebo, das ist richtig gut untersucht im Übrigen. Ja. Und gibt es absolut viele wissenschaftliche Arbeiten dazu, Wird ja auch bei den die. Studien immer eingesetzt, Placebo, sagt man immer, Genau. Placebo-Gruppe ohne Gruppe und dann die Gruppe, die zum Beispiel das bekommen hat, diese Doppelblindstudien Ganz auch und so, genau, das ja. muss auch gemacht werden. Ja. Und da ist schon ganz spannend, dass bei den Placebo-Gruppen durchaus es auch passieren kann, dass die besser abschneiden als das Ja, Verum-Mittel, ja, also das ja. tatsächliche Arzneimittel, was dann natürlich gar nicht gut ist für das Arzneimittel. Und von daher ist es eine gute Art und Weise, Medikation auszutesten und vielleicht halt auch für die einen oder anderen, die es nicht anders wollen, weil sie unbedingt das haben wollen, ist dann die Zuckerpille doch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, mein Weg ist es nicht, sondern ich erzähle immer nur das, von dem ich wirklich auch überzeugt Ja, bin. klar. Aber wenn das mitschwingt und dann auch zum Besserungs- und Gesundungsprozess beiträgt, dann kann es mir einfach nur recht sein. Genau. Ja? Ich kann nur eine ganz kleine Story erzählen. Mein Vater war früher als, ich habe als Internist gearbeitet. Der hat nie drüber erzählt. Ne? Er war Internist in der Kurklinik in Bad Nauheim. Herz-Kreislauf machen die ja sehr viel. Und der hat mit Schön. Vorliebe Placebos eingesetzt, hat er gesagt. Der war immer ein bisschen dicker, hatte eine Glatze, hatte einen weißen Kittel immer an, hatte einen großen Schreibtisch und hat dann immer die Pillen mitgegeben. Und das war noch zu Zeiten vor Burnout-Syndrom. Da gab es diese Diagnose noch gar nicht. Und die Leute haben sich aber irgendwie
umsorgt gefühlt. Klar. Sie hatten was zu nehmen, waren ja in Kur, haben dann diese Behandlung gemacht, haben diese Bäder gemacht, ja, und dann ging es ihnen auch besser. Und das finde ich dann eine gute Einstellung, anstelle zu sagen, ich gebe jetzt nur Herzmedikamente und sonst was, sondern dass man erstmal guckt, man gibt den Leuten was, sie erwarten ja irgendwie auch was zu bekommen. Da finde ich es dann wieder ethisch noch in Ordnung, aber das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Ja, also ich denke, das muss jeder Arzt für sich dann auch entscheiden. Manchmal macht es auch Sinn, das zu tun, also gerade für die Menschen, die noch so arzneimittelhörig sind, ja, die denken, ohne geht es nicht, da könnte ich mir dann sowas durchaus vorstellen, und das ist ja gerade auch bei der Medikation in der Herztherapie ist es ja so, von daher war das sicherlich für den einen oder anderen auch gut. Ich hoffe nur, dass dein Vater das dann auch aufgelöst hat und gesagt hat, wissen Sie was, Sie sind gesund geworden durch sich selbst, weil nämlich in der Tablette war ja gar kein Wirkstoff drin. Wer weiß, das wissen wir nicht mehr, aber kannst du ihn vielleicht mal fragen? Ich muss ihn mal fragen, ja. Das wäre doch toll. Ich rufe ihn heute Abend mal an. Okay, so viel zum Thema Placebo. Wie gesagt, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, gerne. Vorschläge, vielleicht auch noch ein anderes Format oder so. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal an die ganzen vielen Fragen, die ihr mir geschickt habt. Dafür möchte ich mich auch bedanken und möchte auch schon sagen, dass es mir leid tut, dass es so lange gedauert hat, bis ich jetzt reagiere. Aber ich mache nicht nur YouTube, sondern ich habe noch ein bisschen mehr andere Arbeit. Ich habe, wie gesagt, meine Praxis hier und es ist so voll und ich finde es auch toll, dass ganz viele Anfragen gekommen sind und ich auch einige von euch jetzt schon kennengelernt habe, die durch dieses YouTube auch zu mir in die Praxis gekommen sind. Das freut mich sehr. Dann gibt es noch so andere Dinge wie die Schmerztherapie. Wir bilden noch aus und von daher haben wir jetzt erst angefangen, aber wir sind ja dabei. Und bis demnächst. Tschüss.